ist eigentlich für ein Problem? Fallout läuft noch nicht. Ich will eigentlich jetzt gar nicht mit Rivano Fallout weiter zocken, weil er quatscht sowieso immer dazwischen, wenn ihr irgendwelche Sequenzen sind. Weil er kann nämlich seine Fresse nicht wahr. Ich halte es immer. Guck. Und wir rasieren mal. Ach, das ist die Box, ja, die auch. Und hier. So ein schönes Game, wirklich ein tolles. Alter, du musst ändern. Fallout oben reinschreiben. Das lockt auch noch. Boah, ist das ein Maulwurfsratten, ne? Mhm. Ekelhafte Viecher. So einen habe ich letztens gesehen draußen. Übel. Ach ja, okay, jetzt komm. Das ist ja Quatsch, was ich jetzt hier gemacht habe, weil das ist ja. Was mache ich denn? Mit Onkel. Oder hast du jetzt reingeschrieben? Und? Ja. Ist mir auch schon aufgefallen, dass der Ladebalken so lang find ist. Finde ich echt nicht. Machst du das wieder kleiner? Das ist überhaupt kein Ladebalken. Das ist doch kein Kreuz. Von Fallout, ja klar, war das ein Ladebalken. Das ist Level, eine Levelanzeige. Das ist kein Ladebalken. Ja, aber. Ich bin eigentlich jetzt gar nicht, weil ich kann nicht lauter stellen. Ich kann keinen Ton hören, das ist doof. Du hast einen Untertitel an. Nee, hab ich nicht an. Ich mach an. Nicht. Nee. Mach doch einen Untertitel an. Eigentlich würde ich das zu deinem Blöd zu zocken. Dann renn ein bisschen sinnlos rum, mach keine Story. Ich will das sehen. Kannst du es wieder kleiner machen, Onkel, dass ich lesen kann, dass es, wenn das steht doch dort. Ja, aber das ist doch das Bild so. Oh mein Gott. Er muss sich selber angucken. Dieser kleine. Von Spielstand. Von. Nein, es gibt keinen LP-Spielstand mehr. Aber dazu kommt noch ein Vlog. Ich finde das blöd jetzt. Echt. Er hat doch gesagt, ihr habt Bock. Ich habe auch Bock. Schön. Ein bisschen. Das ist aber jetzt meine Story hier. Ja und? Mach doch. Mach doch deine. Ich habe meine. Lässt ihr euch nicht da? Siehst du? Das ist blöd, weil ich muss ja ganz leise drehen, dass ihr den Ton mithört. Ihr hört den Schwarz zwar gut. Und was hältst du, was ist, wenn du Kopfhörer aufziehst? Und dann? Dann hörst du den Ton. Muss ich ja trotzdem lauter stellen. Muss die Boxen leise stellen, dann hörst du aber nichts mehr. Macht nichts. Macht nichts. Du hast den Kopfhörer mit. Ja, hab ich auch, aber es passt schon. Solange du mich noch hörst. Onkel ist ein bisschen kompliziert, ihr wisst es ja, wenn es schon dunkel ist draußen. So. Mach ich den Boxenleiser. Ihr hört es ja trotzdem noch mit normalen Ton. Und ihm macht's nichts. Ja. Trails ist immer funny. Was ist Trails? Trails Fusion. Achso. Was ist das? Worum geht's da? Züge oder was? So Motorradhindernisse. Ja. Oh Gott. Lass Fallout 4 zocken. Okay. Gefällt mir das schon besser. Mein Mac an. Ich hab sowieso eine Batterie an. Zeig doch mal kurz, wie du aussiehst. Boah, übel, oder? Wie kannst du das drehen? Das ist wichtig, das will ich in meinem LP zeigen. Mit dem Stick, Mann! Hä, warum hat er das denn nicht nach vorne gemacht bei mir? Bei mir hat er immer nur so zur Seite. Okay, weiß ich Bescheid. Also falls euch jetzt wundert, mein Mac-Anzug steht daheim, weil ich, wie gesagt, keine Batterie habe. Ja. Kann man den mitnehmen? Den Mac-Anzug. Was? Kann man den mitnehmen? Den Mac-Anzug? Hm? Den kannst du anziehen, natürlich kannst du den Mac-Anzug anziehen. Das ist ein komischer. Achso, du hast den ja noch gar nicht. Nee, das ist ja. Ich habe nur davon gehört, dass da welche gibt. Stimmt, aber vielleicht, ich werde mal ein bisschen die Welt durchsuchen. Boah, geil, die Panzer, ne, das sind die ganz alten. Oh, eine grüne Pflanze. Pilz. Ne, was hab ich gesagt? Pill, ne? Das? Ein Rad, du stehst in Atommüll, ne? Aber ich weiß ja nicht, wie lange du aushältst. Wow. Eine Megamücke. So wird eine Mücke auf jeden Fall in der Welt aussehen. So geil gemacht mit dem Watts, ne? WhatsApp ist das. Was? Könnt ihr euch direkt. Ja, dieses Watts L1. WhatsApp. Drecksvieh.
Und ein Bajonett dran, cool. Oh, sorry. Du bist versteckt, ne? Deswegen läufst du geduckt. Ah, ja, ich hab die falsche Taste gedrückt. Mach dir nichts. Ich komme hier mit den Tasten noch nicht so ganz klar. Da ist doch was zum Einsammeln, ne? Wo denn? Da auf dem links. Links da rein, in den Panzer, genau da links. Da ist so eine Schachtel, unten rechts. Rechts, weiter geradeaus. Ja, das ist da, das ist doch so. Hier. Ich dachte, du willst mich jetzt hier aufnehmen. Nein! Ich bin nicht immer böse zu dir. Guck jetzt einfach mal die Welt an, würde ich sagen. Ich mach doch keine Story weiter. Da steht was. Onkel, kannst du bitte in die Kamera schauen und meiner Frau sagen, was ich gewonnen habe? Sie glaubt mir nicht. Bitte mir den Namen des Games. How to Survive 2. Hat er gewonnen. Hat er gewonnen. Das kann man. Das kann man. Das Kamera. Ja, du sollst reinschauen, lächeln dabei. Ach, ich zuhörf, ja. Hat er geschrieben. Schreib's mal schnell. Na, die Freundin glaubt ihm nicht. Ja, warum? Das ist fast wie ein Lotto gewinnen. Ach, die denkt mal, du hast wieder Geld. Die denkt mal, du hast wieder Geld ausgegeben für ein Spiel, oder was? Ach ja, nachladen, genau. Sehr gute Idee. Alter, was ist denn hier los? Ich hab den Sergeant gezogen. Ich hab dich gezogen, Sergeant, ja. Ja. Blilis. Wo ist denn der Rest? Weiß nicht. Wo ist er? Drei. Die? Da steht was. Überzeugendes, achso, überzeugender Onkel. Die glaubt's noch. Ach, jetzt komm wieder auf. Du willst mich schon verarschen. Überzeugender Onkel. Er hat sich's gekauft, ganz heimlich. So. Das wolltest du doch bloß, dass deine Freundin das nicht weiß. Im Onkel-Shop. Spul einfach zurück und dann kannst du es dir angucken. Ja. Kann aber noch nicht. Also wenn es online ist. Der kann doch auf Twitch angucken. Da kannst du zurückspulen. Komplette 5 Stunden, wo wir zocken. Mhm. Spul zurück. Ausgezeichnet. Das Ganze. Ausgezeichnet. Self-Defense Secrets. Was ist das? Oh, das ist gut. Karate. Und ja! Es wird auch nochmal auf YouTube veröffentlicht. Ja, bei mir und beim Onkel am Kanal. Mhm. 30 Parts oder so. So lange wir hier zocken. Jeweils 20 Minuten, oder? 14, 15 Parts. Locker. Wie lange haben wir jetzt schon zocken? Tschüss, sagen wir. Seit die Uhrzeit kann man stimmt, so sagen. Okay, warte, und zwar geht das Stream schon 6 Stunden, 6,5 Stunden. Leck mir die Sack. Krass, ey, kommt mir vor, wie beim Angeln oder so, weißt du? Merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht. Man sitzt da, hat die Angelrute mal, in der Badewanne und wundert sich, warum kein Fisch anbeißt. Hm? Ein größeres Gebäude, gucken wir mal da rein. Gut, danke für die Antwort. Also ja. Größeres Gebäude. Drück mal zweimal X. Machst du noch so einen Todessprung nach oben? Du kannst ja nicht mit X springen, das ist ja mein Problem. Dreieck, ne? Du kannst aber umstellen. Deswegen, nee, dann komme ich auch in den Einsammeln nicht klar. Das ist der Ding. Glaubst du es jetzt? Irgendwas ist hier. Ein Wicked Shipping. Irgendwas ist hier, irgendwas ist hier, irgendwas ist hier. Das ist das Ding, was so komisch leuchtet. Ah, ist ein Computer, kannst du dran. Vielleicht kannst du die Tür öffnen. Ist schon, ja, bestimmt das Vieh hacken. Das Vieh. Hm, cool. Alter, Wichser. Der Teil geht schon schneller ab als der Las Vegas. Hä? Was denn New noch? Vegas. Ja, meine ich doch. Das habe ich gemerkt, ich habe auch das Las Vegas gezockt. Ja. Da merkt man, dass du es nie gezockt hast. Weil doch, ich kann es dir sogar zeigen. Weil nee, kann ich nicht mehr, ich habe die PlayStation 3. Meine Schwester gegeben. Hallo? Okay, wir hängen den erstmal. Eine bisschen Überzeugungskraft von mir. Ja, mit eine bisschen Überzeugungskraft von mir. Hä? Fallout können locker 200 plus Folgen werden, das muss euch klar werden, das ist ein Brocken vom Spiel. Ja, also ich finde es so mega ja. Geil. Hm? Oh, hätten.
Mir wurde es von Helm erklärt. Hier, also, da hat ein Video. Kann ich dir auch erklären. Da hat ein Video rausgebracht. Mit euch. Okay, Lisa. Mit euch. Direkt beim ersten Mal, du spielst Lotto. Schreib mir sofort die Lottozahlen auf dieses Taschentuch. Schreib's auf 6 Zahlen. Das ist kein Taschentuch, das ist mein Zebra. Das ist du hast verrotzt? Nee, gemixt. Mach's nichts. Ach so. Deswegen die weißen Flinken. Also Quiz, ja, ich habe jetzt... Diesen Roboter, den habe ich noch nicht so ganz gerafft, muss ich sagen. Zwei Parts habe ich vom Fallout raus und jeweils so 20, 22 Minuten und gar nichts erreicht. Also wird wahrscheinlich bei mir noch mehr als 200 Parts. Täglich 12 Uhr. Fallout ist schon cool. Ich kann jetzt hier... Das Ding verstehe ich nicht so ganz. Ich kann jetzt hier das Ding aktivieren. Das war mit der Legion. Ich habe mich der Legion angeschlossen. Die große Statue. Ich rede mit dir. Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Ja, von New Vegas. Das waren Scheißspiele. Hast nicht gespielt? Nee, Kackspiele. So. New Vegas und Fallout 3 ist ein Scheißspiel. Bei Fallout 3 war das, glaube ich, mit der Atombombe. Da konntest du im Dorf entweder entschärfen oder hochgehen lassen, aber die ganze Stadt weg. Persönlichkeitsmodus wählen. So, jetzt U-Bahn-Begleitung, Rechtsvollzug, Feuerwehrmann, Erste Hilfe. Nimm mal Feuerwehrmann, das klingt nett. Geh mal drauf, was passiert denn dann? Dann soll ich jetzt einen Feuerwehrmann nehmen? Wir wissen, was das für eine Kacke ist hier. Klick doch drauf, dann siehst du es doch. Willkommen bei. Erklären wir mal, was ist das? Was hat das mit dem Scheiß? Was ist das mit diesem scheiß Roboter hier? Das raff ich nicht. Der Roboter ein Feuerwehrmann, der löscht ja alle Feuer. Rennt rum, wiu. U-Bahn-Begleiter ist auch cool, dann geht ihr mit in die U-Bahn. Erste Hilfe wäre gut sinnvoll, der halte ich dann die ganze Zeit. Ja, aber ich wollte es auch gehört, ich hatte vorhin schon mal so ein Vieh gehabt. Ja, dann klick rauf. Und dann ist es im Raum stehen geblieben, das Vieh. Ja, weil du es nur dahin rennen musst zum Heilen. Außer Feuerwehrmann, der geht rum und löscht Feuer. Machen wir Erste Hilfe. Okay. Ein paar zurückgesetzt. Das Ding raff ich schnell. Ah, der hält dich jetzt. Wollt ihr jetzt? Mehrzweckprotektor, drück mal X. Ach, weißt du, was das ist? Wenn du später mal eine Stadt hast, dann rennen die bestimmt zur Patrouille und dann helfen die dir, deine Stadt zu beschützen. Einer geht dann rum, löscht Feuer, wenn einer brennt. Und nachts die Maulwurfratten kommen. Und da ist eine Werkbank. Der sieht cool aus, der Dude, ne? Ein bisschen wie von Maze Runners. Also, muss aufpassen, die Viecher schauen nämlich zu so einem Gebäude drin, die stehen nämlich auch einfach auf. Die liegen da rum, auf einmal stehen sie auf. Das ist ein geiles Game. Diese coole. Zombies. Das ist so sinnlos. Nicht mal heilen kann er dich. Du bist noch verletzt und er heilt dich nicht. Ich finde aber diese Atmosphäre geil gemacht. Diese alten. Oh, ein toter Hund. Guck mal her. Das war so geil. Alter, was bist du von? Der mittlere kleiner Schütze. Ein Arm gewinnt. Das ist schlimmer als ich. Ich finde die Brutalität bei dem Spiel geil. Kannst du locker mal einen Armkopf abschießen. Geh mal zu deinem Heldruiden. Der hält mich aber nicht. Ich glaube, du hast ihn auch auf Standard wieder zurückgesetzt. Ja, du hast mehrmals gedrückt gehabt. Du Labertasche, Alter. Kein Witz, du hast gedrückt auf nicht. Erste Hilfe doch und dann bist du nochmal auf Standard gegangen. Nein, ich bin auf Erste Hilfe gegangen, ich hab nix Standard gedrückt. Du hast doch nochmal umgedrückt ein paar Mal. Nein, hab ich nicht. Ich hab's doch gesehen. Laber nicht. Kein Witz. Pack den nochmal rein in den. Ich glaube, du bist hast ihn auf Standard wieder gesetzt. Ich weiß ja nicht, was der als Standard macht. Rumrennen. Habe ich ja gesagt, die Dinger finde ich Schwachsinn, weil. Ja. Oder du musst die erst. Kannst du noch lernen, wahrscheinlich, als Eigenschaft, dass du besser mit Computerzeug umgehst. Ich bin auch viel, viel. Und Sergeant, du kannst dir doch die E-Mail zeigen, was du. Bekommen hast. Da steht es ja drin. Herzlichen Glückwunsch geschenkt und. Gekommen. Was gehört? Das ist nicht besser als den Licht. Das Licht. Dessen Licht. Was ist das?
Dann geht er weiter zum Spiel. Obwohl der eigentlich auch nicht mehr was gesagt hat. Boah, dieses Ding, das macht mich fertig. Haus kaputt. Ich geh jetzt hier rein und schalte mich mal an. Na guck, geh bitte aus meinem Raum. Der rennt hier nur in dem Gebiet rum. Keine Ahnung, das ist doof. Du, die, du. Nee, was war das? Hilfsmittel. Ah, da steht was. Rivano, der gib ihm noch ein Bier. Ich hab ja zwei. Der hat schon sechs da. Ich ruhe, was? Nein. Das war doch gar nichts. Achso, ich soll. Der Onkel kann nicht mehr, der Onkel kann nicht mehr lesen. Achso, ich soll ja. Der Rivano, der Lava kommt, gib ihm noch ein Bier. Ja, das schlafe ich wirklich gleich am Tisch hier. Okay, schlafe mal gut. Achso, wir waren hier noch irgendwie jetzt. Er hat Standard gedrückt, ich hab's genau gesehen. Rivano, machst du da auch ein Bier auf Ex? Ist ja ein Bier auf Ex drin, ist das eine Challenge? Nein, nein. Schaff's gut. Nee, kannst du nicht. Hm? Ich bin kein Biertrinker, deswegen. Ich trinke Rauch an, ich bin ganz selten. Ich hab jetzt. Und das noch mit verdünnten Cola. Cool. Passt mit Sport nicht zusammen, ich bin eigentlich sehr, sehr selten. Aber jetzt mal so für uns, schönen Abend, so zwei Bierchen ist okay. Wir haben gut gegessen. Soße. Soße mit Chicken Hackfleisch. Soße mit Bier. Achtung, cool. Lecker gekocht, ey. Gut. Soße. Aber du bist satt geworden, ne? Ja. Kannst auch mal was Lobendes sagen? Der ist geschockt vom Essen, der kann nicht mehr reden. Ich kann die Soße noch zu reden. Die ist morgen weg. Wir hatten echt eine Auflaufform voll Soße und dann können wir irgendwo Schinken kräuschen. Er wollte 1,5 Kilo Käse da drin haben, ist ja klar, dass das flüssig wird. Ja, der Käse macht sowas nicht flüssig. Doch, der macht das richtig flüssig. Das Wasser, was man dann nimmt für die Soße, die macht das. Da waren so Tüten, ja, das war jetzt nicht von Maggi Cornelius oder sowas. Ne? Ja, aber sag mal, jetzt schiebt er bestimmt meine Frau. Nein, nein, das nicht. Nein, die Tüte ist schuld, weil wir haben nämlich... Die Tüte ist ja, schuld. Ja, wir standen nämlich hinten drauf, zwei Liter Wasser. Ja, die Tüte ist schuld. Das haben wir reingetan. Der Topf war schuld. Ja, er hat die Konsistenz nicht gefestigt. Er kam an, ich koch, ich kann kochen. Ja, kann ich auch. Ihr habt doch alle gegessen, ihr lebt noch. Wir haben getrunken. Und ich habe so viel gekocht, dass es immer noch da ist. Ja, wir haben getrunken. Es gab kein Messer und Gabel, nein. Oh, ein Löffel war es. Das, was wir haben aus Gläsern gegessen. Ja, es geht. Oh Gott, ey. Mit dem Trichter direkt in den Magen. Hätte ich da mal gemacht, ey. War ziemlich heiß. Und mir ist kalt, ich mach mal Fenster auf Kippe. Zieh doch Pullover an. Hab ich. Wie viel Pullover soll ich noch anziehen? Oh, hier wieder so ein Vieh. Eine Blähfliege. Eine Blähfliege? Oder ist noch mehr? Das sind drei Blähfliegen. Jetzt habe ich schon gesehen bei dem Game, weil so weit bin ich ja noch nicht, was es alles für geile Waffen gibt. Sniper, Viper. Und die selber aufgemotzt, ne? Hast selber? Ja. Du kannst auch dieses Watts anmachen, dann musst du nicht die ganze... Mein Gott! Kannst du auch Rivano nennen, aber Gott ist nett von dir. Hm. Das ist doch total das Eigentor. Das ist scheiße. Ja. Wegspießer. Schieß mal den Arsch ab und platzen die. Boah, sieht geil aus, ein bisschen. Guck, wie die platzen. Wenn ich hier zu Hause von den Mücken gejagt werde, baller ich die auch aus. Alter, wo? Der Onkel wird getötet von Stechmücken hier. Wahnsinn. Das ist noch die ganz alte Nachladetechnik, ne? Mit der Schraube da drin, ne? Was bist du? Da oben ist eine Schraube in der Waffe drin. Ich sag, das ist doch die ganz alte Nachladetechnik, oder? Was lachst du denn so dreckig? Wenn ich gesagt hab, was bist du, und dann sagst du, da oben ist doch eine Schraube drin.
Kleiner Diss heißt es. Gewitter? Was für Gewitter? Ja, mit 6,5 Stunden sind wir, also 7 Stunden können wir locker vor. Ist schon top. Boah, wow, was hier ist? Radioaktiv, da unten ist so ein Brunnen. Der Radio ist aktiv. Ich will aber jetzt rein an die Kiste. Das ist das Kabel. Nein, nur noch entspannen. Du bist viel zu wild. Du musst das mal zärtlich machen. Wieso? Zärtlich. Der Onkel ist so wild. Ohne Witz. Boah, höher musst du mit dem Schlüssel. Zärtlich. Du musst es fühlen, wie das aufgeht. Was war das? Ich hab keine Ahnung. Du hast doch gehört. Nein, was denn? Weil du immer so guckst, einfach so. Was ist zum Spielen? Ja. Du musst Nase putzen, ich bin höflich und geh aus dem Bild. Deswegen erzählst du doch jedem, dass du immer so eine Stelle Nase putzen musst. Weil du verdammt höflich bist. Komm vom Lachen. Wieso? Das ist ja nichts Schlimmes. Du rübst ins Bild. Sogar auf Video. Ich rübst. Yay! Yeah. Dann hat er noch, was hat er, genau, mit dem Zahnstocher seine Zähne gesäubert. Ich wollte schon sagen, ich hole gleich meine Zahnbürste. Mach mal ein Live-Vlog hier mit, wie putze ich mir die Zähne oder was, ne? Ach, sind also jetzt alle, die Zahnstocher benutzen, Leute, die keine Zähne putzen? Was? Okay. Wie kommst du jetzt da drauf? Du hast gerade gesagt, das Nein, ist überhaupt nicht. Ich habe gesagt, da kenne ich doch die Zahnbürste, aber ich habe ja keinen Zahnstocher. Du bist ein Zahnstocher. Nein, ich bin breit, viel breiter. Du hast vor uns was, ockisch, meine Freunde, bin dann mal, was, ach, off. Jo, auf jeden Fall. Ja, super, schön, dass du dabei gewesen bist. Warst ja auch super lange dabei, echt top. Oh. Und herzlichen Glückwunsch schon mal zum Gewinn. Und vielleicht sieht man sich ja dann, knüppeln wir ein paar Zombies weg. Nee, hat echt, war echt super, ich bin... Das ist echt lustig, man kann den ganzen Tag. Ah, ne, guck dir das noch. Ja, ist okay, ist okay. Der rast gleich aus, hast du angeschossen? Scheiße! Ich hätte, glaube ich, nicht töten sollen. Ach, der mit dem Bier auf Express, das letzte. Fuck! Ach man, jetzt habe ich hier bestimmt auch eine Person angeschossen, die ich noch ansprechen kann. Ach man, ey! Das war das Geräusch, das war das Geräusch, was du vorhin gesagt hast. Ich gehe aber weg. Die erkennt mich nicht mehr rein. Ach, das ist doch kacke! Müsste ich eigentlich schon mal den letzten Safe Game nochmal laden. Mach! Weil jetzt habe ich schon wieder eine Person. Jagen dich dann immer, oder was? Es geht so schnell bei dem Spiel, dass du auf einmal Personen, die dann später die dir Mission geben, auf einmal erschossen hast. Oder dass sie dich auf einmal angreifen und dann nicht mehr. Und deine Freunde sind. Ja, das Problem ist, wenn du jetzt die Kampagne machst so mit Let's Burn, das verbockst du, dann bist du am Arsch, oder? Kannst du mit denen nicht mehr reden? Richtig. Ist das Lebenszeit nochmal? Haben die keine Vergessenheitszauber oder so? Oh, sorry, war alles okay. Oder du kannst auch mit Charisma, kannst du doch auch mit denen reden, kannst du denen dann nicht sagen, ey, das war nicht so gewollt. Du bist ein sanfter. Wenn ich jetzt da hingehe, tu die mir da was über. Nee, ich glaube nicht. Hey! Ja, siehst du. Kann ich dich einmal ansprechen? Ja. Ah, okay, gut. Ja, das ist selbstregenerationsfähig. Da hätte ich mich gleich mal ansprechen können, wa? Ja. Ich weiß nicht, wo du vorbeigelaufen bist. Ah, pump mal ein bisschen Wasser. Ey, ich kann radioaktives Wasser saugen. Musst du da nicht was runterstellen, der Hater? Der Knipper, ne? Er pumpt und pumpt, wie so ein Wahnsinniger. Können wir eigentlich mal ansprechen, haben wir vielleicht sogar Nebenmissionen. Obwohl, wir sprechen jetzt keiner. Okay, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Das sind bestimmt alle. Machen wir mal die Karte. Guck mal, hier ist so. Machen wir mal die Karte. Eine Kuh, kannst du melken? Hey, eine doppelte Kuh. Das sind zwei auf einmal. Ich hab zwei Alter. Alter Schwede. Ich bin aber Rieder. Ist cool gemacht, radioaktive. Na, 200 Jahren. In 200 Jahren sind zwei Onkel. Ja, echt? Sind zwei Onkel, ja. Reden. Ein bisschen aufs Gewicht gerückt. Dort hat man aufs Gewicht geguckt. Wo gehen wir denn hin? Jetzt ist erst die Kuh im Bild. Krass, ich sehe das gerade oben. Wenn wir da zwei Bildchen. Da habe ich schon leer geräumt. Wie viel Delay da drin ist. Da hinten ist die Fabrik, wo wir vor uns waren. In welche Richtung laufen wir denn mal?
Machen wir die Karte. Hm? Karte. Ich dachte mir, ey, wo ich hin? Die Map, ich will wissen, wo du bist. Ja. Mhm. Ja, dann lauf rechts. Rechts ist frei. Ja. Wollen wir die Gebäude schon? Ja. Keine Ahnung. Das krasse ist dann halt, wo du dir noch deine Stadt aufbauen kannst. Hast du schon gemacht? Ein bisschen was. Wie ist das? Hm? Wie ist das? Glaube aber ja schon. Nein, wie das ist. Ist cool gemacht. Ich kann dir gerade keine Antwort drauf geben, weil ich nicht weiß, was ich darauf antworten soll, wie das ist. Ja, macht Spaß einfach. Wie ist es aufbauen? Cool. Ja, das wollte ich dann lassen. Gutes, überlegt. Oh, drei auf einmal weg. Sind alle weggegangen. Ne? Ja, na langsam, ne? Ja, haben wir lange nicht. Ja, lang geht das hier heute, ne? Die gestört. Kriegsvieh. Aber die kommen doch meistens im Rudel. 21 Grad sind das, wenn man das geteilt hat. Wenn wir 20 Minuten Pass machen, kriegen wir 21 überhaupt. Eine Brücke, oh. Eine Brücke. Ist gut. Eine Brücke, hm? Ich sag, wenn du da 20 Minuten Pass rausmachst, kriegen wir 21 Stück raus. Das ist die. Also 21 Parts. Wie gesagt, mal aufs Gewicht mitgucken, dass ich dann auch vorher heimlaufe, bevor ich das Gewicht vorher habe. Mhm. Ich bin hier sehr, sehr schwer am Geizen und wegschmeißen, weil du jedes einzelne Scheißstück, was du hier einsammelst, jede Blechdose, jede Flasche, kannst du dann in deine Gebäude reinstecken. Was haben wir hier? Seid ihr hier? Seid ihr lieb? Ich glaube, das sind Rider, oder? Mhm. Hallo, seid ihr? Nee, Siedler. Hi. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Weißt du, was für einer, der ohne leeren Magen endet? Fische tun weh. Fische tun weh. Alles. Boah, ist die hässlich. Ist auch hässlich. Wird doch mal wieder hell, das ist doch nicht schön. Wer ist jetzt noch da von euch? Achso, kann man das sehen? Der Crashy ist noch da, der Matze ist noch da und der Lenny ist noch da. Cool. Aber obwohl da bestimmt einige davon auch nicht mehr da sind, weil eigentlich zählt ja dieser Mod. Alter, hast du hier vielleicht noch liegen? Kein Wunder, dass du sofort voll bist. So, okay, dann kann ich auch schon wieder nach Hause gehen. Was wolltest du sagen, der Mod zählt? Hm, du hast schon gesagt, der Bot zählt. Ja, der Bot. Ja. Hm. Jetzt muss ich so lahmarschig nach Hause laufen. Echt? Dauert ja nur 3 Tage. 89 Meter wird? Hm. Nee, in die Richtung. Du trägst so viel, dass es dieses Skyrim tragen. Ich bin ja echt immer schwer am. Ja, der Heimweg wird wunderschön. Langsam. Hm? Langsam wieder. Mhm. Der alte Dampfer hier. Bin ich so alt? Stimmt. Nee, da riecht aber echt gut. Dampfzeug. Ich bin immer so übelst geil. Wie geht's dir, Crash, wenn du jetzt zockst und den Denker voll hast? Musst du da wegschmeißen? Weil du kannst ja jedes scheiß Ding als Bauteil benutzen. Ich bin da so geizig. Ich bin auch bei der Fabrik, wo wir oben die Fabrik machen sollen, ganz am Anfang. Bin ich auch 1000-mal zurückgereist, um mir die ganzen Sachen nach Hause zu holen.